Hallo und herzlich willkommen zu den Highlights vom Amstel Gold Race der Damen. Die 9. Austragung stand heute also auf dem Programm. Die sportliche Leiterin Leontine Zeilert von Morsel schwenkte also um 10.15 Uhr bei 8 Grad die Startflagge und 143 Rennfahrerinnen haben sich also auf den Weg gemacht. 21 schwere Anstiege standen heute auf dem Programm über 155,8 Kilometer und dann ging es auf die schwere 17 Kilometer lange Zielrunde hinauf. 4 Runden wurden da noch einmal absolviert mit dem berühmten Kauberg. Lucinda Brandt hat das Rennen gleich zum Beginn an richtig schwer gemacht. Wir haben ja 3 ehemalige Siegerinnen hier in diesem Peloton mit dabei. Marta Cavalli, letztes Jahr 1,7 Kilometer langes Solo gefahren. Mariana Voss gewann hier 2021 und Katarzyna Niewiadoma war ebenfalls schon erfolgreich. Wir gehen rein ins Rennen. Wir haben schon Lorena Wiebes gesehen, die das Rennen richtig schwer gemacht hat. Es war dann nur noch eine kleine Gruppe zu sehen. Dann Paladin, die ebenfalls Druck gemacht hat. Und dann der Reifenschaden von der niederländischen Meisterin. Insgesamt haben wir 8 nationale Meisterinnen mit dabei. Unter anderem auch die deutsche Liane Lippert. Und immer wieder Lucinda Brandt von Trek Segafredo, die das Rennen richtig schwer gemacht hat. Und dann 20,6 Kilometer vor dem Ziel die Attacke von Lorena Wiebes am Kauberg. 1,2 Kilometer lang, 5,8% durchschnittlich steil. Sie hat also das Rennen noch einmal super schwer gemacht bei den ja doch schwierigen Bedingungen. Dann sehen wir die US-Amerikanerin Falkner, die es auch noch einmal probiert hat, 19 Kilometer vor dem Ziel. Aber für sie sind die Beine extrem schwer geworden auf der letzten Runde. Hier an dieser Stelle wurde sie also eingeholt, denn Lorena Wiebes, sie hat immer noch hinten richtig Druck gemacht. Dann weitere Attacken aus dem Feld heraus. Die zweimalige Weltmeisterin Annemiek van Vleuten hat es noch einmal am Anstieg probiert. Hier der Bemelerberg. Ganz schmale Straße, nasser Untergrund. Und das lud natürlich ein zur Attacke. 8,9 Kilometer vor dem Ziel war es also noch einmal Paladin, die es versucht hat, wegzukommen. Grace Brown war sehr offensiv. Sie konnte also noch einmal aufschließen und dann hatten wir also eine zweiköpfige Spitzengruppe gute 5 Kilometer vor dem Ziel. 150 Kilometer in den Beinen und es ging das letzte Mal in den Kauberg hinein, 1,2 Kilometer lang. Super viele Fans hier in dieser entscheidenden Linkskurve und das war es dann für Paladin, denn die deutsche Meisterin Liane Lippert, die ist von hinten herangejagt gekommen. Aber ihre Teamkollegin, die zweimalige Weltmeisterin Annemiek van Vleuten, hatte also in dieser Rennsituation Probleme und fiel zurück. Die Attacke 1,9 Kilometer vor dem Ziel von Demi Wollering vom SD Works Team. Sie konnte sich also absetzen. Liane Lippert hat nochmal kurz reagiert, aber sie wurde nicht richtig abgelöst. Und dadurch konnte die 26-jährige Niederländerin schnell ihren Vorsprung ausbauen. Und hinten hat man sich ein bisschen zu lange angeguckt. Die niederländische Meisterin war ebenfalls noch mit dabei. Aber da war der Vorsprung, der Abstand schon viel zu groß. Da hat sie sich noch einmal umgedreht, aber sie wusste, sie ist die Siegerin der 9. Austragung vom Amstel Gold Race. Die 26-jährige Niederländer, die schon Strade Bianche gewann, Lüttich-Bastogne-Lüttich in ihrer Siegerliste führt, gewinnt also diesen großen Klassiker. Hinten um Platz 2 hatte Lotte Kopecky, ihre Teamkollegin, noch einmal die schnellsten Beine. Das bedeutete also Doppelsieg nach der Flandern-Rundfahrt für das Team SD Works. Auf einem tollen 3. Platz die 21-jährige Shirin van Anrooy. Und das war heute auch gleichzeitig der 11. Sieg für das Team SD Works. Und diese Mannschaft hat heute wieder einmal alles in Grund und Boden gefahren. Der Überblick, die Top 10 vom Amstel Gold Race 2023. Ein toller 15. Platz für die deutsche Meisterin Liane Lippert. Das sind die besten 3 des heutigen Tages, Demi Wollering mit ihrem Solosieg. Und nächste Woche geht's ja schon weiter. Am 19. steht also der berühmte Flash Wallon an über 127 Kilometer. Bis dahin!